habe für euch noch eine kleine Storytime zum Ende des Videos. Wie ihr schon bemerkt habt. Und zwar, wie vielleicht einige von euch wissen, war ich die letzten Monate im Einzelhandel tätig. Und da trifft man ja auch die unterschiedlichsten Leute. Lässt sich halt nicht vermeiden. Und da blieb mir eine spezielle Kundin im Gedächtnis, welche ich weder persönlich kannte noch vom Sehen her kannte. Es ist wirklich eine völlig Fremde in meinen Augen. Sie sah dann meinen Namen schild und sagte, bist du nicht von XY die Tochter? Ich sagte so, ja, bin ich. Dann hatten wir uns noch ein bisschen unterhalten über private Dinge. Sie hat sich halt nach meiner Mutter ausgefragt. Ja, das ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, nach ein paar Minuten ging sie dann weiter oder beziehungsweise wollte weitergehen und sagte, ja, sag doch deiner Mutter mal einen schönen Gruß. Ich so, ja, gut, kann ich machen. Sie schon im Anlauf wegzugehen, bis sie sich dann nochmal umdrehte und fragte, wissen Sie denn überhaupt, wer ich bin? Und wie schon gesagt, ich kannte oder kenne diese Person wirklich nicht, ich habe sie auch seitdem nie wieder gesehen. Und ich sagte schon, tut mir leid, aber nein. Und dann grinste sie wirklich hochnäsig und sagte, ist ja auch egal, drehte sich um, ging weg und ließ mich da stehen wie ein, wie so ein Tropfen Wasser in der Kurve, ne? Sagt man noch so schön. Ja. Da fragt man sich dann doch immer, was in den Köpfen mancher Menschen los ist, wenn sie eigentlich mal ihren Namen sagen können. Wenn man schon einen Gruß ausrichten soll an Leute, aber und solche Leute trifft man immer wieder mal im Leben, auch wenn man es vielleicht nicht